Hallo und willkommen. Heute möchte ich euch mal den GPS-Mod für den Landschaftssimulator 2015 vorstellen. Und damit ich da nicht so lange rede, werde ich gleich mal beginnen. Wir fahren den Traktor etwas hier an das Feld ran, klappen den Grubber aus und schalten mit der STRG 0 und STRG, den GPS-Mod ein. So, wie ihr seht, es erscheinen drei Linien, eine grüne und zwei rote. Die zwei roten ist die Arbeitsbreite, die grüne ist da, wo der Traktor lang fahren soll. Man kann ihn im passiven Modus jetzt einfach so nehmen und kann einfach an der grünen Linie lang fahren. Da wir aber jetzt hier einen Grubber dran haben, der 12 Meter Arbeitsbreite hat, passen die Linien, die roten jedenfalls nicht. Um das abzuändern, drücken wir hier STRG und A, also STRG, damit man den Cursor kriegt, und ja, und dann auf das A drücken. Und wie ihr seht, habt ihr jetzt hier auch noch eine blaue Linie, das ist scheinbar noch ein kleiner Fehler von diesem Mod. Die blaue Linie ist eigentlich für einen sogenannten Versatzfahren, wie man das zum Beispiel beim Flügen tut. Das werde ich euch später noch zeigen. Damit die blaue Linie weg ist, drücken wir hier im Offset auf diesen, übrigens das nennt sich Offset, die blaue Linie, auf den Rechteck, und dann ist die blaue Linie weg. So, mit dem Cursor können wir hier eben die Linien hier nach links und rechts verschieben. Wie ihr seht, ist das kein Problem. Man kann sie etwas eindrehen. Die Linien werden nämlich nach dem Standardhelfer eingerichtet. Und man kann auch 90 Grad verdrehen. So, damit das jetzt alles funktioniert, müssen wir natürlich jetzt noch einen aktiven Modus schalten. Und diesen kann man entweder hier mit diesem Button neben dem New, wir haben ja einen neuen Kurs eingelegt, apropos neuen Kurs, da kann man zum Beispiel einen Traktor ausrichten, und man kann dann diesen passiven Modus, den wir jetzt haben, also wir müssen jetzt den Traktor genau an der grünen Linie lang steuern, kann man in den aktiven Modus schalten, dann übernimmt der GPS-Mod uns die Steuerung des Traktors. Und wenn ihr jetzt seht, der Traktor fährt, wenn ich vorwärts und rückwärts fahre, hier exakt auf der grünen Linie lang. Und ja, wir schalten jetzt keinen Helfer ein, sondern wir drücken einfach das V zum Senken des Grubbers und drücken einfach die 3 als, ja, für den Speedlimiter. Und jetzt lassen wir den einfach laufen. Ich habe die Hände vom Tastatur weg. Er fährt bis zum Ende des Feldes. Und man hört gleich das Ende des Feldes durch ein kleines akustisches Signal. Also wenn ihr dann mal eingeschlafen seid, dann piept es kurz, bevor das Feld zu Ende ist. Ihr habt das jetzt wahrscheinlich nicht ganz gehört, weil ich wieder mal zu laut geredet habe. So, am Ende des Feldes müssen wir anhalten. Man kann das aber auch automatisch machen. Wir drücken die STRG-Taste und hier steht zum Beispiel Autorun. Da kann man den Feldmodus wählen. Den Feldmodus. Kann man zum Beispiel diesen Cursor mit dem Rand, dann hält der Traktor am Feldrand selber an. Das werden wir jetzt gleich mal testen. Ich lasse den Grubber einfach mal unten liegen. Und den aktiven Modus ist sofort raus, sobald man den irgendwie aus der grünen Linie bewegt. Damit man hier nicht immer STRG-Taste drücken muss, kann man das auch einfach mit der STRG-Taste und W den aktiven Modus einschalten und mit der STRG-W-Taste wieder ausschalten. Das ist eigentlich standardgemäß. Wenn ihr wollt, könnt ihr das aber auch euch anders belegen. Und ich lasse erstmal wieder den Traktor laufen. Und diesmal muss ich am Feldrand den Mund halten, denn ihr sollt das Piepen hören. Und er hält normalerweise auch am Feldrand an.
das Piepen. Jetzt sollte er gleich auch anhalten. Ja, wie ihr seht, er hält ziemlich weit vor an. Ja, ist für einen Grubber jetzt nicht schlecht, nicht so gut, weil man ja eigentlich bis zum Feldrand grubbert. Das ist aber besser bei Dreschern und so weiter, ist das eigentlich die beste Variation. So, jetzt haben wir aber das Problem, ich möchte das zum Beispiel mal im Multiplayer machen. Ja, einer stellt sich hier dieses alles ein. So, jetzt kann der eine einfach loslegen. So, jetzt nehme ich mal einen anderen Traktor. Ich bin jetzt zum Beispiel der andere Spieler. Gehe mal zu dem anderen Traktor. Den habe ich hier schon bereitstehen. Steige ein. Und jetzt fahre ich einfach zu diesem anderen Traktor hin. Stelle mich ungefähr, muss nicht ganz direkt daneben sein. Es kann eine bestimmte Entfernung, das müsst ihr euch ausprobieren, funktionieren. Ich schalte hier ebenfalls den GPS-Mod an. Und wie ihr seht, das passt hier irgendwie nicht, ne? Also ich will ja eigentlich mit dem anderen, mit dem Partner im Multiplayer die gleichen Bahnen fahren. Dafür gibt es hier unter Basics eine Funktion, Kurs vom Nachbarn laden. Drücke ich drauf, dann habe ich den Kurs vom Nachbarn. Der passt jetzt exakt mit dem vom Nachbarn überein. Das heißt, ich könnte jetzt, kann jetzt zum Beispiel hier einfach daneben fahren und kann einfach hier ebenfalls anfangen in der zweiten Spur. Ja, ich habe ein bisschen den Grubber mitgenommen vom Nachbarn, klappe den aus und hier will ich euch die nächste Funktion zeigen. Hier kann man nämlich zum Beispiel statt nur am Feldrand anzuhalten auch einen sogenannten Autoturn nach links jetzt fahren. Man kann den hier auch nach rechts und links umschalten und man kann hier mit Plus- und Minus-Taste auch einstellen, wann er denn diesen Autoturn am Feldrand ausführen soll. Ich schalte den aktiven Modus ein, senke den Grubber und fahre einfach mal los. So, er grubbert jetzt, lässt die eine Spur aus, die ja eigentlich mein Nachbar fährt. Hier im Singleplayer geht das natürlich nicht, weil ja, ich habe keinen Nachbarn hier. Aber im Multiplayer kann man dann so zum Beispiel jedes Mal eine Spur auslassen und lässt die zweite Spur dann den Nachbarn fahren. So, ich habe jetzt hier Autoturn-Funktion drin. Das bedeutet, er sollte eigentlich am Feldrand wenden. Das hat natürlich hier beim Grubber macht er das ein bisschen schlecht, da ich ja ebenfalls schon festgestellt habe, dass er zu nah am Feldrand anhält. Das werdet ihr auch gleich sehen. Jetzt kommt das Endsignal. Das ist so, ja, 10 Meter vor dem Feldrand. Und jetzt fährt er ein Autoturn. Ja, er nimmt nicht ganz alles mit. Er fährt dann die nächste Spur. Beim Autoturn kann man aber auch einstellen, dass er zum Beispiel nicht nur die nächste Spur nimmt, sondern man kann zum Beispiel beim Autoturn auch einstellen. Übrigens habt ihr gesehen, hier hat er den Autoturn jetzt nach rechts umgeschalten. Man kann jetzt zum Beispiel auch einstellen, dass er nicht jede nimmt, sondern dass er im Prinzip jede zweite Bahn beim Autoturn nimmt. Das kann man hier umstellen. Nein, das ist hier die Entfernung vom Feldrand. Da haben wir jetzt zum Beispiel 1 Meter hält er an. Und wenn wir hier auf Plus gehen, hält er zum Beispiel 10 Meter, 9 Meter vor dem an. Wie war das eigentlich? Hier kann man zum Beispiel auch jetzt zum Beispiel diesen Kurs für dieses Feld abspeichern. Auf Save drücken oder auf Load wieder laden. Das ist für spätere Optionen, da wird dann im Feld für diesen Traktor dieses Feld gespeichert und ja, kann man immer wieder den laden. Und hier hat man dann den Kurs 1 zum Beispiel. Den kann man hier mit Plus und Minus auf 2 setzen. Dann hat man zum Beispiel ein zweites Feld, kann man da speichern, ein drittes Feld, ein viertes Feld. Man braucht nicht jedes Mal den GPS einzurichten. Zum Beispiel könnte man jetzt zum Beispiel das Ding auf Feld 30 einstellen und speichert diesen Kurs einfach auf Feld 30 ab und man kann ihn immer wieder auf Feld 30 laden. Dass man jetzt jeden zweiten Offset speichern kann,
Das weiß ich jetzt nicht genau, es ging aber irgendwie. Also dass er zum Beispiel die Linie nicht jedes Mal beim Autoturn nur jede zweite nimmt zum Beispiel. Das kann man auch einspeichern, das weiß ich jetzt aber nicht hundertprozentig, wie das geht, weil ich das eigentlich gar nicht benutze. Ich benutze auch den Autoturn nicht. Am Feldrand kriegt man ja dieses Signal, dass er wenden soll, dass das Feldrand am Ende ist und dass man wenden soll. So, jetzt haben wir hier schön gegrubbert. Wir lassen ihn noch einmal die Runde fahren und dann steige ich aus. Dann lasse ich ihn erstmal in Ruhe hier. Dann zeige ich euch das, wie das mit dem Flug funktioniert. Da müssen wir nämlich den sogenannten Versatz einschalten. So, halt mal an. Jetzt werde ich zum Flug rüberlaufen. Wir haben hier jetzt das Feld schön gegrubbert. Jetzt machen wir das wieder mit dem Flug kaputt. Aber beim Flug müssen wir halt diesen Versatz einstellen. Übrigens, wenn ihr diese vom Nachbarn ladet, könnt ihr das zum Beispiel beim Häcksler tun. Beim Häcksler ist das ganz einfach. Ihr stellt zum Beispiel im Multiplayer, wollt ihr mit drei Mann Häcksler fahren. Also drei Mann fahren Häcksler, einer fährt ab oder zwei oder drei fahren ab. Das macht ja Multiplayer das den meisten Spaß. Dann könnt ihr zum Beispiel drei Häcksler nehmen, einer stellt den Kurs ein und die anderen beiden laden diesen Kurs. Dann könnt ihr exakt die Arbeitsbreite eures Häckslers nebeneinander packen. In der Mitte fährt er ein Stückchen voraus und die links und rechts fahren im Prinzip um ein Dings versetzt. Und dann könnt ihr drei exakt Arbeitsbreite nehmen und ihr könnt maximale Geschwindigkeit beim Häckseln erreichen. Da ihr ja nicht Kurven fahrt oder so, sondern exakt auf eine Linie fahrt, ihr überlasst den GPS-Mod im Prinzip die Einstellung. Wie ihr jetzt seht habt, ich habe hier Automatik gedrückt und da ist wieder die blaue Linie erschienen. Beim Grubber ist das nicht so interessant, auch beim Dreschen ist das nicht so interessant. Hier beim Flug ist das deswegen interessant. Ihr seht den Flug, der geht hier etwas rüber hier. Und der Traktor muss nicht jetzt genau die Mitte fahren, damit er diese Arbeitsbreite erreicht, sondern er muss versetzt fahren. Und das stellt dieses GPS automatisch ein, wenn ihr das A drückt. Wir stellen jetzt hier den Modus ein und dann können wir ja einfach mit dem einfach flügen. Und ihr seht, er fährt jetzt mit dem Flug genau in dieser Arbeitsbreite und der Traktor fährt zur grünen Linie versetzt. Natürlich rutscht er hier auf diesem Feld ein bisschen rüber. Das ist aber ja, spielbedingt. Normalerweise fährt er gerade. Das ist alles erstmal zum Traktor, was ihr mit dem Traktor machen könnt. Wir gehen jetzt mal zum Drescher. Da kann man nämlich zum Beispiel auch dasselbe machen. Wir stellen uns den GPS ein, drücken auf New, drücken die Arbeitsbreite rein, stellen den Rand ein. Ja, jetzt habe ich mich verdrückt. Den Rand ein bisschen ran. So, dann die blaue Linie weg. Und ihr seht, irgendwie seht ihr die grüne Linie gar nicht vor dem Drescher. Im grünen Gestrüpp. Da kann man dann hier zum Beispiel unter Basics die Linie nach oben legen. Da wird die über diese angehoben und liegt dann über dem auch über dem Mais, also auf den Standard Maps zumindest. So, jetzt drücken wir das B zum Einschalten des Threshers. Haben die mit STRGW den Drescher eingeschalten und jetzt fahren wir einfach hier mal die Runde ab. Wir legen hier den Stroh ab. So. Habe ich mal die Strohablage eingeschalten, um euch zu zeigen, was man auch noch machen kann. Dazu müssen wir aber den Drescher jetzt mal so ein klein wenig rumfahren lassen.
Und ja, die einzige Möglichkeit, die ja jetzt noch, die es noch gibt, ist, ja, wir wollen jetzt das Stroh zum Beispiel häckseln. Da kann man dann zum Beispiel den Kurs von dem Drescher laden und kann dann einfach exakt die Strohschwart häckseln. So, das werde ich euch mal gleich zeigen. Da ist ein bisschen langsam der Drescher hier und das Feld ist ein bisschen lang, aber das macht jetzt nichts. Ich will bloß eine Runde durchfahren hier, damit ich euch das zeigen kann, wie das mit dem Stroh funktioniert. So, am Ende piept er wieder, hat man gehört. Und am Ende halten wir an und schalten den Drescher ab. Lassen das Stroh hinten rauslaufen. Damit ich jetzt nicht mit dem Häcksler die ganze Runde durchfahren muss, fahre ich jetzt einfach mal mit dem Drescher hier einfach mal runter. Denn ich muss ja jetzt eigentlich mit dem Drescher den Kurs vom mit dem Häcksler den Drescherkurs laden. So, und ich benutze hier den Rostelmatch Häcksler, weil dieser eine Funktion hat, die es hier bei dem anderen Krone Häcksler glaube ich nicht gibt. Man kann den Ladewagen hier nicht anhängen. Deswegen fahren wir hier das Rohr aus, machen den komplett in Gange. So, jetzt müssen wir natürlich hier auch den GPS einschalten. Und ihr seht, der GPS steht ja völlig verkehrt. Da kommt man ja gar nicht an den Dings ran. Wir fahren wieder in die Nähe von dem Drescher, übernehmen den Kurs vom Drescher. Und ihr seht, die grüne Linie liegt jetzt genau mittig auf dem Schwad. So, jetzt fahre ich hier ungefähr rein. Das Restliche macht dann der GPS. Stelle den aktiven Modus ein, schalte den Häcksler ein und fahre einfach los. Übrigens, dieser Häcksler kann eben diesen Überladewagen anhängen, was die anderen Häcksler nicht können im Standardspiel. Wenn ihr gemoddete Häcksler habt, die können das mit Sicherheit auch. Aber der Standard Krone Big X 1000 oder 1100, der hier im Spiel drin ist, der kann den Überladewagen nicht anhängen, so viel wie ich weiß. So, ihr seht, der fährt ja exakt auf der Strohschwart lang und ja, damit. Übrigens, den Häcksler könnt ihr dann auch mit dem Autotürn hier einfach so rumfahren lassen und dann nimmt der gleich hier die nächste Spur. Beim Drescher solltet ihr ein Vorgewende fahren, also so einmal links, einmal die vordere und hintere Ende runterschalten. So, das war's eigentlich, was man mit diesem, ja, mit diesem GPS-Mod so anstellen kann. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, wer Lust hat, LS zu spielen, der wird wahrscheinlich mit diesem Mod auch glücklich werden. Denn ja, das ist gerade so etwas für Multiplayer geeignetes. Im Singleplayer stellt man ja dann meistens den Helfer ein und fährt die Maschinen meistens nicht selber. So, und ich wünsche euch jetzt viel Spaß und probiert's aus. Und tschüss.